Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, was soll ich sagen? Bei der letzten Folge, die war ja was länger und ich denke, das können wir jetzt eigentlich so beibehalten. Immer so eine Viertelstunde ist dann natürlich für so ein Gameplay immer ein bisschen was kurz. Aber ja, so 20 Minuten, eine halbe Stunde kriegen wir schon hin, ne? Ich denke mal, das können wir machen. Ja, was ist denn hier los? Hallo? Ja, in der letzten Folge waren wir ja in der verbotenen Abteilung. Und ja, jetzt sind wir gerade noch hier in der Bibliothek. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter oder wir gucken jetzt mal, wo wir hin müssen. Und dann versuchen wir einfach mal so unserem Gameplay treu zu bleiben. Entschuldigung. Naja, wir gucken jetzt einfach mal, wo es uns hinführt, weil so langsam kommt nämlich das alles mal hier in Rollen, ne? Ach, guck mal hier, hier ist doch auch noch irgendwas. Mir macht das nichts aus, wenn du hier ist ein... Können wir auch mal eins drücken? Ja, sehen wir aber nichts, ne? Also hier muss, glaube ich, irgendwie in so ein Schmetterling... Ah, da ist noch ein Buch. Komm her. Zack. So, da haben wir erstmal das Buch und irgendwo war doch hier unten irgendwie ein Schmetterling oder so. Und den müssen wir irgendwie da reintun. Irgendwie so war doch da mal was. Na, hier haben wir noch eine Seite. So, oder es war so, dass man hier vorne... Die junge Frau fragen. Kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Ja, ja. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Ist möglich, ne? Ja. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Zermartert habe ich auch so Komm gut bitte wie nie zu gehört. Mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Erhellendes? Mein Gott, diese Wortwahl, die bringt mich ja noch um hier. Und ich meine, hier unten oder irgendwo wäre doch hier so ein, schon so ein Schmetterling oder irgendwas gewesen. Den mal. Warte mal. Irgendwo wartet doch. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier so ein Schmetterling da. Warte, da ist noch eine Seite im Buch. Ja. Ah, so. So, also. Aha, guck mal da. Das muss ein Hinweis sein. Ah, siehste, ah, ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Na, siehste, so war das. Genau, dann müsste erstmal da mit Lumos. Das sieht Guck aus mal, wie da Ort ist der Schmetterling. Zurück ah. in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ja, kleine Motte. Ja, Motte, Schmetterling, ist doch irgendwie alles so... Naja, ist ja egal. So, und jetzt wieder eins. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Tata! So, wo ist sie denn? Da oben. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ja, ist eine lange Story. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Ja. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Ja. Jetzt kannst du ja mal wieder... Wie habe ich das übersehen? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es. Ich kann es dir nicht sagen. Ah, Level 7. Sehr, sehr gut. So, und jetzt müssen wir mal... du verfolgst derzeit nichts. Ja, ist richtig. Ja.
So. Da müssen wir hin. Jetzt machen wir Rechtsklick. Ah. Gehen wir wieder zurück. So. Ah. Kann man V drücken und dann fliegt das Buch. Da weist das uns den Weg. Aber ihr könnt natürlich auch unten links hier auf die kleine Minimap gucken. Irgendwie brauchen die Türen immer ein bisschen, bis da aufgehen. Ich glaube, das hängt alles so mit dem Nachsynchronisieren und Laden zusammen. Naja. Ich finde auch diese ganze Umgebung hier, ich finde das einfach nur herrlich. Ist wirklich der Hammer. Ist wirklich der Hammer. Unfassbar. So. Wir müssen ja zu Professor Fig. Gut. Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt da in unserem Machen und Tun irgendwie weiterkommen. Auftrag anfangen. Richtig. So, dann gucken wir doch mal. Hallo. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Ja, gucken wir mal. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie Ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Ranrock überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Na dann. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Na dann, okay. Gut. Plus 260 EP, ja. So, Hallöchen, Popöchen. Oh, drücken, Nachrichten lesen. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen.
und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Oh ne. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay, dann gehen wir mal zu Nutty. Dann müssen wir auf die Weltkarte. So, dies ist die Weltkarte. Der Großteil der Karte ist von Nebel bedeckt, sodass du nur wenig sehen kannst. Okay, ja, weil ich da noch nicht war, ne? So, dies ist das Dorf Lower Hogsfield. Okay, das heißt, wir müssen dann da irgendwie raus. Die Professorin, ne? Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Boah. Was soll ich noch alles machen? Gar keine Zeit für. Muss doch mehr draußen rumrennen und so. Oh. So, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt mal über die Karte. Und dann gucken wir mal, dass wir zumindest mal irgendwie einen Punkt haben, wo wir rauskommen aus dem Schloss. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir auch hier hin. Oder da. Es war jetzt der Nordausgang, aber dann können wir uns jetzt nochmal weiter umsehen, weil jetzt nochmal quer durch das Schloss rennen, weiß ich nicht, ob das gerade so sinnvoll ist. So, jetzt sind wir natürlich hier oben auch bei dem Quidditch-Feld. Jetzt gehen wir her und gucken mal auf der Weltkarte, wo wir im Endeffekt sind. Also wir sind ja jetzt da, ne? Also dann könnten wir jetzt hier rüber gehen und dann geht es ja auch da hinten nach Hogsmeade. Und hier bekommen wir das ja auch angezeigt. Das heißt, wir müssen jetzt hier rumrennen, hier unten hin, ne? Den können wir tatsächlich auch schon anwählen. Das ist gut. So. Das heißt, wir haben ja noch keinen Besen, wir haben ja noch gar nichts, ne? Das heißt, wir kommen ja nicht drum rum. Wir müssen jetzt ein bisschen sportlich aktiv werden. Ja, ist aber ja auch mal nicht schlimm. So werden wir einfach mal die Umgebung von Hogwarts außerhalb mal ein bisschen kennenlernen. Und ja, ihr seht ja, ich beeile mich. Ach, Krähen. So. Aber vielleicht gibt das uns ja einfach auch mal so ein bisschen, Zeit oder einfach mal zu gucken, was man so auch aus dem Film kennt. Zum Beispiel auch da die Brücke, ne? Also wo ihr auch nachher am Ende von Harry Potter, wo die ja eingestürzt ist, ne? Da hinten. Das ist schon... Bin immer wieder fasziniert, was die alles so ins Spiel mit hier einbringen oder mit eingebracht haben. Und hier, wenn ihr sowas seht, die Mondsteine, einfach einen Basiszauber anvisieren und immer mitnehmen, wenn ihr sowas seht. Oder zum Beispiel hier, die Pilze oder so. Alles mitnehmen. Hingehen, F drücken oder wie auch immer, ne? So, und da kann man jetzt die Brücke auch nochmal bisschen deutlicher sehen, ne? Da hat ja auch Professor Lupin gestanden mit Harry und und die ist ja auch nachher, ist der auch zusammengefallen oder die ist ja gesprengt worden, wie auch immer, von Neville Lombard, also von Neville halt, ne? So wäre das doch irgendwie gewesen, ne? Also das erinnert einen schon sehr, ne? So, und da haben wir die große Uhr da oben. Also das ist schon wirklich herrlich. Und da können wir, glaube ich, auch mal hier an der Stelle einfach mal ein schönes Bild machen. Ich hatte zwar eben schon einfach mal ein bisschen geguckt wegen Bilder machen, aber wir können ja jetzt mal hier in den Fotomodus nochmal gehen.
und mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie ein schönes Bild hinbekommen von Hogwarts, von dem Schloss, ne? Oder so, hier mit uns drauf. Irgendwie, ach, das ist doch einfach nur schön. Das ist doch einfach nur schön. Oder? Ja? Könnt ihr halt so ein bisschen steuern, euch hinzoomen. Oder so geht ja auch, ne? Aber sowas finde ich dann auch wieder richtig schön, ne? So. Und jetzt könnt ihr noch hier alles anpassen, zum Beispiel Belichtung. Könnt ihr noch was heller machen oder dunkler, wie auch immer. Das könnt ihr natürlich dann für euch alles entscheiden, ne, was ihr da macht. Charakterpose, das könnt ihr auch noch so machen. Gut, jetzt natürlich durch das Layout werdet ihr das natürlich jetzt nicht gerade sehen. Kämpfen, sitzen, stehen, keine. So, und jetzt könnt ihr zum Beispiel noch ein Logo hier, das haben sie, boah, habe ich noch gar nicht gesehen. Ihr könnt da noch das Logo beitun oder hier auch Hogwarts Legacy direkt mit implementieren. Logo-Position, Mitte, oben und. Finde ich echt schön. Und natürlich könnt ihr auch dem noch einen Rahmen geben, wenn ihr sagt, so will ich das haben. Oder so. Oder so. Aber das hat man ja schon mal, ne? Ihr könnt alles machen, was ihr wollt, ne? So. Das ist Wahnsinn. Oder ich glaube, es ist nochmal so ein kleines Update gekommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr interessant. Pergament, was haben wir dann noch? Was nehmen wir denn mal dieses Mal? Komm, das nehmen wir mal. Und jetzt blenden wir aus. Und jetzt machen wir einfach gerade mal ein Bildchen. So, ich mache das jetzt damit. Ihr könnt natürlich auch über Steam oder so machen, wo ihr dann einfach nur F12 drückt. So habt ihr dann auch ein Bild gemacht, ne? So, und dann wieder einblenden. Und dann könnt ihr auf Escape und schließen. Und dann seid ihr wieder draußen, ne? Also sehr schön, so kann man auch natürlich dann schöne Thumbnails machen oder so, dann hat man da weniger Arbeit nachher im Nachbearbeiten oder sei es sonst was, wenn man da noch eine Idee hat und will was machen. Ja, sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was alles eventuell noch hier in Hogwarts so passiert, in dem Hogwarts Legacy, in diesem Teil. Ich weiß nicht genau. Ich habe auch keine Infos, was passiert. Guck mal hier, die Tröten. Ich mag die. Ich hätte die auch gerne bei mir zu Hause, so auf der Fensterbank. Immer wenn du da vorbeigehst, bist du angetrötet. Aber, nochmal darauf zurückzukommen. Ich weiß absolut nicht, was die Zukunft halt noch so bringt, ne? Also man munkelt, oder ich sag mal, in dieser, ja, kann man schon sagen, in dieser Gaming-Szene wird ja sehr viel gemunkelt. Der eine weiß mehr, der andere weniger, oder der eine meint was zu wissen. Ich habe gar keine Ahnung. Was sollte ich untersuchen? Sollten wir zum Arzt gehen? Ja, das machen wir mal irgendwann. Ja, aber wie gesagt, also ich habe auch nur mal was mitbekommen von wegen, dass ein Nachfolger irgendwann kommen soll. Wann oder wie, da habe ich keine Ahnung von. Es wäre halt schön, auch hierfür, ich sag mal, ich bräuchte jetzt in dem Sinne gar keinen Nachfolger, wenn ich ehrlich bin, weil hier die Welt, die ist so groß, man kann so viel machen. Das ist der reinste Hammer. Es wäre nur schön, wenn wir das im Multiplayer spielen könnten, finde ich halt, ne? Es tut so gut, dich zu sehen. Aha, komisch. Das höre ich immer wieder. Aber gut, so.
Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Feierabend, weil ich denke, was jetzt folgt, das wird noch ein bisschen was länger gehen, sonst haben wir gleich nämlich eine Stunde voll. Dann packen wir das nächste Video mit rein und ja, ich sage auf jeden Fall... Es tut so gut, dich zu sehen. Ja, weiß ich doch. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr dabei wart und vergesst den Däumchen nicht oben da zu lassen. Ich sage danke für das Einschalten und sage Tschüss, Ciao und Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.